Jo, Piet, danke, herbekommen bei Biber. Ich bin wieder. Ja, ihr raus zum Lesen, kann ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr ein paar Abos mehr Likes auf Instagram bekommen könnt. Und jetzt geht heute in die Bio. Ich werde so eben sagen, werde ich zwei Teile machen, aber ganz und kümmern mit morgen. Auf jeden Fall werde ich euch heute ein paar Tipps geben. Gewinngebühr ein bisschen länger. Gewinn würde ich sagen, mit Abonnenten herum. Und dann bin ich gespannt mit dem Bio, sieh euch die Bio rein. Und jetzt sind wir gleich wieder. Ja, wir sind wieder, wie ich euch gesagt habe, will ich euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr auf Instagram mehr Abos und mehr Kommentare auch mehr Leid bekommen können. So, ganz gleich euch auch, wie ihr auf Instagram bekannt werden könnt. Aber dabei ein Interview machen, das Ganze wird auch übermorgen rauskommen. Also nee, halt, übermorgen habe ich keine Zeit, weil da habe ich ja Amazon zu tun, aber jedenfalls werde ich heute ein Video machen. Da ich euch erkläre, wie ihr auf Instagram bekannt werden könnt. Das erkläre ich euch in einem anderen Video, aber heute geht es heute um Likes, Kommentare und Abos. So, ich würde vorschlagen, ich fange mit direkt an. Fangen wir erstmal mit den Abos an. Also, wenn ihr mehr Abos haben wollt, mit ihr Action. Mehr Bilder posten, das heißt, mit mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder, sondern mit auch mehrere Bilder posten. Das heißt, so mehr ihr Bilder ihr postet, so mehr Like bekommt ihr. Ja? Das heißt, so mehr Abos, mehr Like bekommt ihr. Also, auf jeden Fall erstens mehr Bilder posten, so wie ich zum Beispiel. Zweitens mehr Story posten. Das heißt, wenn ihr irgendwo raus seid, am Samstag, auf dem Feld oder wo auch immer ihr seid, Story posten, das heißt, aufnehmen, was ihr wollt. Und dann könnt ihr gerne eure Freunde oder jemanden schicken, wo ihr dann zeigen wollt. So, das würde ich euch auch empfehlen, weil man empfehlen auch geben würde, wenn ihr mehr Abos haben wollt, dann würde ich euch fragen, Blogger, also hier gibt es eine Einstellung, da könnt ihr so Blogger eingeben, Künstler, Musik, Bam oder was auch immer, ja, und da könnt ihr dann reinfügen, was ihr seid, ja, ihr könnt Blogger sein, ihr könnt Künstler sein. Bam, ihr könnt, also Musik-Bam meine ich, ihr könnt das sein, ja. Aber das ist euch überlassen, ihr könnt reinfügen, was ihr wollt. Was euch auch mal empfehlen würde, wenn ihr mehr Abos haben wollt, könnt ihr auch euer Profilbild verschönern, das heißt, mein Bild mit eurem Kopf drauf, ja. Ihr könnt zum Beispiel mit einem Cap könnt ihr dann ein Bild machen von euch oder von dir, was auch immer. Und da könnt ihr dann ein Profilbild nehmen. Das würde ich euch auch empfehlen, erstmal ein ganz schönes Bild, Profilbild nehmen. Und dann könnt ihr, wenn ihr das Bild auch ein Bild postet, das heißt, meine Empfehlung ist nur, wenn ihr ein Bild postet, ja, könnt ihr hier unterstrich, könnt ihr dann ihr Ort eingeben, so wo ihr seid, zum Beispiel Mannheim, Stuttgart, Heilbronn oder wo auch immer, München, ja, könnt ihr auch ihr Ort eingeben, wo ihr seid. Und ihr unterstrich würde ich euch empfehlen, Hashtag, und dann mit ihr Ort, wo ihr seid. Und dann nur euer Account. Und dann könnt ihr immer Personen
lackieren. Ihr könnt zum Beispiel eure Freunde grüßen, zum Beispiel Freunde grüßen. Das könnt ihr auch machen. So, was euch auch mal raten soll, ich muss den letzten Tipp bei euch mal geben. Wenn ihr mehr Abos haben wollt, ich muss Werbung für euer Account machen. Das heißt, ihr könnt ganz Beispiel andere Apps benutzen, zum Beispiel TikTok, YouTube, Facebook. Ja, könnt ihr dann euer Account reinfügen. Zum Beispiel, dass ihr einmal in der heißt, jetzt sagen wir mal, Peter muss 7 heißt, zum Beispiel jetzt. Und da könnt ihr dann euer Account reinfügen. Da könnt ihr auf Facebook, TikTok, YouTube, könnt ihr dann so sagen, könnt ihr Werbung für euer Account machen. Weil so mehr ihr Werbung ihr macht, so mehr Abos bekommt ihr. Ja? So. Jetzt kommen wir auf die Kommentare. Da wird euch auch ein paar Tipps geben. Also wenn ihr auf Instagram mehr Kommentare haben wollt, ist der erste Tipp mehr Story posten. Zweiten Tipp ist mal schönere Bilder posten, weil wir lachen oder halt schöne Kleider anziehen, das würde ich euch auch empfehlen. Oder so gepiept zeigen, ja. Oder ihr könnt auch so gebrochen Wolle zeigen. Oder ihr könnt zum Beispiel, könnt ihr gut zusammen kragen, was die Leute heute Tage kragen. Zum Beispiel, ihr könnt auch Reis anziehen, ja. Es muss keine optimale Sachen sein, Leute. Ne? Ihr könnt auch gefälschte Sachen anziehen, ja. Ja, ich komme ganz so cool, einfach ihr Reisemann, ja. Ich tue ganz einfach Reisamt, so Rudel, Einhorn-Cap, ja. Ihr könnt mir so tun, als wäre ihr nur Nähre. Das würde ich euch auch empfehlen, was ihr auch machen könnt, wenn ihr auch gepumpt seid, euer Account größer. Das heißt, ich komme zum Beispiel mehrere Accounts drauf machen. Das heißt, ihr könnt nicht nur ein Account öffnen, sondern ihr könnt auch mehrere, so 2, 3, 4, 5, 6, ja. Aber für mich ist es einfach mit mir reiche 2 Accounts. Am Anfang würde ich euch empfehlen, erstmal 2 Accounts aufbauen. Erstmal für Haupt-Account, weil ihr eure Bilder postet, um einmal für Beside-Account, wo ihr dann andere Sachen postet. So habe ich es auch gemacht. Ich habe erstmal, als ich mit Instagram angefangen habe, habe ich erstmal mehrere Accounts gehabt, aber die habe ich dann gelöscht. Und dann habe ich jetzt 2 Accounts. Einmal habe ich den Haupt-Account bekommen, dann die und meine Bilder auf Beilen, Memo-Beschreibung, können wir gerne vorbeigucken. Einmal ist der Haupt-Account gekommen und meine Bilder und der zweite Account mache ich eben mit Handtüchern halt. Ja? Sobald ich eben mit Schildtüchern oder halt mit normalen Handtüchern, also auf dem anderen Haupt-Account, geht nur um Handtücher. Das zeige ich alle, was ihr mit Handtuch machen könnt. Ja? So könnt ihr auch machen. Ich könnte ganz so sagen, mit ihr genau mit könnt ihr einen Hautaccount öffnen, also weiche Hautaccount, wo ihr einfach Sparbilder posten könnt. So. Ein letztes, was ich euch auch raten könnt oder gebe, wenn ihr ein Bild postet, erstmal am Anfang erstmal mit zwei Personen Bilder machen. Das heißt, mit mal von euch Bilder machen, auch von anderen Personen. Ja? Das würde ich euch auch empfehlen. Kommen wir jetzt auf den Likes. Die Likes, die ich euch mal gebe.
Also wenn ihr mehr Leid haben wollt, ja, ist irgendein Tipp, ein Bild posten, dann der Ort eingeben, wo ihr seid, zum Beispiel Mannheim, Köln, Stuttgart, da wo ihr seid. Dann könnt ihr die Überschrift oder die Unterschrift könnt ihr dann nehmen, ein Smiley oder ein Herz oder ein Zeichen, was ihr wollt, ja. Könnt ihr dann da reinfügen und dann könnt ihr auf euer Account hochladen und so kommt ihr mehr Likes. Weil so öfter ihr Platten postet, so mehr Likes bekommt ihr. Dann könnt ihr so manche kaum Likes, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ihr auch so Likes bekommt. Es können auch 10 Likes sein, können 11 Likes sein. 9 Leid sein, ja. Aber es gibt auch Leute, die haben Millionen Leid, ja. Es gibt auch welche. Oder es gibt auch welche, die haben 20.000 Leid, 50.000 Leid, 100.000 Leid. Es gibt auch welche, ja. Und jetzt wünsche ich mir auch, ich wünsche mir mal, ich auch andere Influencer, also andere Mockis. Ich würde auch raten, mein Bild mit Mali rauf und posten. Mein weiterer Tipp, was ich euch auch noch gebe, wenn ihr ein Bild postet, ist erstmal mit einem Kostüm posten, ja, ein Spaßbild machen. Zum Beispiel mit einem Handtuch, zum Beispiel könnt ihr machen. Ihr könnt da ein Handtuch umhängen, ja, ihr könnt einfach ein Spaßbild machen. Oder ihr könnt zum Beispiel ein Fashion-Kostüm anziehen. Oder so Burger-T-Shirt könnt ihr anziehen. Ja. Das würde ich euch auch empfehlen, ein lustiges Bild zu posten. Ja. Aber das müsst ihr mitmachen, das ist euch überlassen. Jetzt kommen wir mit drei Tipps. Ich gebe euch mit drei Tipps. Dann würde ich den Lande beenden. Der zweite Tipp, weil ich euch Armut gebe, wenn ihr ein Bild postet, müsst ihr gucken, dass ihr kein öffentliches macht. Ja? Weil wenn ihr kein privat macht, dann ist es gar nicht gut. Ja? Ich würde euch empfehlen, euch das Bild öffentlich zu machen, das heißt, dass ihr auf alle Welt sehen kann. Ja? Aus China, aus Amerika, Deutschland, ja, mit man Deutschland sehen können, als beziehungsweise mit man Deutschland weit sehen können, oder dass die Leute bis auf weltweit sehen können, ja, das würde ich euch auch empfehlen. Kommen wir mit dem letzten Tipp, weil ich euch auch gebe, wenn ihr ein Bild postet, ja, würde ich euch ein schönes Bild posten mit der Gitarre, zum Beispiel mit Bass, Gitarre. Das würde ich euch auch empfehlen. Ja. Zum Beispiel mit so einem Gitarre, zum Beispiel. Das würde ich euch auch empfehlen. Ja. Oder zum Beispiel mit einem coolen Cap, zum Beispiel. Ja. Leute, ihr draußen könnt mir mal in den Kommentar schreiben, wie ihr dann das Sachen haltet. Und eure Meinung ist, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, Tipps habt, Fragen habt oder weitere Fragen, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay Leute, ich würde mich langsam beenden, Leute. Das war's von mir für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like da, lasst mich da, das abonnieren. Und könnt mich gerne bei Marken, wenn ich was Neues hochgeladen habe, kriegt kein Geld, wie ich sag. Weil der Link mir schreibt, in diesem Kanal schicke ich eher konkrete neue Bilder. Und der Link aus meinem beiden Hauptaccount könnt ihr auch vorbeigucken. Und der Link mir schreibt in meinem Kicker-Kanal konkrete neue Bilder und neue Bilder. Promotiere das Ganze. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Biber.